Ich bin euch noch schuldig zu berichten, was denn Robert F. Kennedy Jr. an der Siegessäule erzählt hat. Ich habe mir die ganze Rede nochmal angeschaut und zusammengeschrieben auf Deutsch, sodass ich sie jetzt in einer kurzen Version rezitieren kann. Die erste Hälfte recht ausführlich, die zweite werde ich etwas kürzen. Ich fange an. Zu Hause in den Vereinigten Staaten von Amerika berichten die Zeitungen, ich wäre hierher nach Berlin gekommen, um vor etwa 5000 Nazis zu sprechen. Und morgen, nehme ich an, werden sie genau das berichten, nämlich dass ich gesprochen habe vor etwa 3.000 bis 5.000 Nazis. Aber ich sehe in diese Menge und ich sehe das Gegenteil von Nazis. Ich sehe Menschen, die die Demokratie lieben. Menschen, die eine offene Regierung wollen. Menschen, die eine Führung wollen, die sie nicht anlügt. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut und Unterwürfigkeit zu erwirken. Wir wollen Anführer, die keine finanziellen Verbindungen zur Pharmaindustrie pflegen und für sie arbeiten, sondern die für uns arbeiten. Wir wollen Führer, die sich einsetzen für die Gesundheit unserer Kinder und nicht für die Profite der Pharmaindustrie. Ich sehe in diese Menge und ich sehe alle Flaggen aus ganz Europa, Menschen aller Hautfarben, aller Nationen und aller Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um die Menschenwürde, die Gesundheit ihrer Kinder und um den Frieden sorgen. Das hier ist das Gegenteil von Nationalsozialismus. Regierungen lieben Pandemien, wie sie den Krieg lieben. So können sie Kontrollmechanismen installieren, die wir ansonsten niemals akzeptieren würden. Sie installieren Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit und Gehorsam erfordern. Ich erzähle Ihnen etwas. Es ist ein Mysterium für mich, dass Gates und Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben und jetzt, wo sie da ist, können sie nicht einmal erklären, was das überhaupt ist und sein soll. Sie können uns weder die Sterblichkeitsrate von Covid-19 nennen, noch können sie uns einen PCR-Test geben, der richtig funktioniert. Sie haben sich einiges ausdenken müssen, wie zum Beispiel die Umdeklaration der Todesursache zu Covid-19, um diese Krankheit gefährlich aussehen zu lassen, gefährlicher aussehen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Das Einzige, was sie gut können, ist Angst und Panik zu verbreiten. Vor 75 Jahren sagte Hermann Göring aus bei den Nürnberger Prozessen. Er wurde gefragt, wie haben Sie es geschafft, dass die Deutschen all das mitgemacht haben? Und er sagte, das ist einfach. Es hat nichts zu tun mit Nationalsozialismus. Es funktioniert in jedem politischen System. Es ist die menschliche Natur. Alles, was sie tun müssen, ist Angst zu erzeugen. Dann kannst du alles mit ihnen machen. Wenn du etwas finden kannst, was ihnen Angst macht, dann folgen sie dir. Vor 50 Jahren kam mein Onkel John F. Kennedy nach Berlin, denn Berlin war damals die Front des globalen Totalitarismus. Und auch heute ist Berlin wieder die Front gegen den globalen Totalitarismus. Mein Onkel sagte einst, ich bin ein Berliner. Und wir alle können heute stolz auf uns sein und sagen, ich bin ein Berliner. Und dann fügte er noch einige Sachen hinzu, wie zum Beispiel, dass sie nicht gut wären, die Gesundheit zu beschützen, aber stattdessen 5G implementieren. Ja? Er redete über die digitale Währung und dass sie damit natürlich das Verhalten von uns allen kontrollieren können, dass ihre Werbung dafür sehr überzeugend wäre, aber letztendlich wollten sie uns nur überwachen und Daten sammeln. Das sind die Ziele. Jeden Inch des Planeten beobachten, unsere Gesichter erkennen, mit Alexis uns abhören und so weiter. Sie wollen die Institutionen der Demokratie zerstören und eine Wohlstandsverteilung von unten nach oben. Das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin, hat er uns gesagt. Ja? Und so empfinde ich das auch. Und dann sagte er noch, und wir sagen denen heute,
Ihr werdet uns nicht unsere Freiheit nehmen und unsere Kinder vereinnahmen. Wir fordern unsere Demokratie zurück. Und jetzt wissen Sie, warum unsere Medien diese Rede nicht veröffentlicht haben. Weil sie nämlich ganz und gar ins Schwarze getroffen hat. Und deswegen habe ich sie Ihnen hier rezitiert. Schönen Abend noch.